Die klassischen Schminki-Videos sind hier ja echt selten geworden, weil einfach nicht so viele von euch die gucken. Aber mein Herz blutet immer, weil ich liebe es, Schmink-Tutorials oder Beauty-Tutorials zu drehen. Und deswegen gibt es heute mal wieder eins, weil in der letzten Zeit tatsächlich öfter mal nach meinem aktuellen Make-up gefragt wurde. Und das nehme ich immer ganz gerne zum Anlass, wenn ich sehe, hey, mehr Leute wollen es wieder sehen vielleicht. Dann klicken auch vielleicht ein paar rein und deswegen sind wir heute da, machen meine aktuelle Sommerroutine. Wir verbinden das gleichzeitig mit so einem aktuelle Favoriten und Haul-Ding, weil ich auch ein paar neue Sachen habe und ein paar neue Favoriten. Also ich würde sagen, auf geht's rein in die Vorbereitung und das Schminki-Tutorial für euch. Wichtigster Step für einen richtig schönen Sommerlook ist natürlich die perfekte Skincare, die richtige Grundlage. Und ihr wisst ja, ich benutze seit vielen, vielen Jahren die Produkte von Yepoda. Das ist koreanische Skincare, aber aus Deutschland und es sind wirklich unfassbar tolle Produkte. Und ich benutze wahnsinnig gerne morgens The Glow Hero. Das gibt halt einfach... Es gibt halt den perfekten Glow ins Gesicht. Ist sicherlich Geschmackssache. Ich persönlich stehe drauf. Ich weiß, es kommt immer so die Diskussion, hä, muss das immer so glänzen? Ja, nein. Aber glowy Haut ist nicht gleich ölige Haut. Ne? Das darf man nicht verwechseln. Und meine Tagespflege, schon wie gesagt seit vielen Jahren, ist die Make My Day Cream. Hier ist auch Cica mit drin. Und die liebe ich echt sehr. Und für abends nehme ich immer The Repair Hero. Der ist nämlich mit Niacinamiden, damit man halt ein super schönes, ebenmäßiges Hautbild bekommt. Noch viel wichtiger im Sommer als eine gute Skincare-Basis ist selbstverständlich der Sonnenschutz. Und auch den hat ja Yepoda letztes Jahr das erste Mal rausgebracht mit The SPF BFF. Finde ich sehr süß, den Namen. Und letztes Jahr kamen sie erst raus mit einem 30er Lichtschutzfaktor und jetzt gibt es auch einen 50er, was ich für Gesicht und Dekolleté, ich liebe es natürlich. Das Tolle ist, nicht nur das unfassbar schöne Packaging, natürlich wie immer in einer Glasflasche, sondern auch, dass es ein leicht getönter und mineralischer Sonnenschutz ist. Der mineralische Filter ist Zinkoxid, schützt natürlich vor UVA und UVB-Strahlen und 50 ist für mich persönlich auch das, was man im Gesicht und Dekolleté auf jeden Fall auftragen sollte. Schön finde ich halt, dass es leicht getönt ist, aber nicht zu krass. Es hinterlässt auch 0,0 einen weißen Film oder ist irgendwie so Art, so richtig so speckig, wie man das von manchen Sonnencremes kennt. Also das hier ist wirklich für, wenn ihr euch auch schminken wollt danach, eine perfekte Ergänzung und der richtige Sonnenschutz. Wichtig ist aber, lasst den ruhig 10 bis 15 Minuten einziehen. Aber in der Regel geht man ja morgens erst ins Bad, macht Skincare, trinkt vielleicht ein Käffchen und schminkt sich dann. Hyaluron und vegane Squalane sind auch drin für so ein bisschen Slow Aging und natürlich auch feuchtigkeitsspendend ist auch immer super wichtig. Dafür haben wir dann nämlich noch ein bisschen Aloe Vera drin und Himbeerkernöl. Ich glaube, viel mehr muss ich über Yepoda sowieso schon gar nicht sagen. Ihr wisst es, ich liebe die Brand, ich liebe die Produkte. Die sind selbstverständlich alle vegan, inzwischen auch PETA approved, steht auch drauf. Und sie geben auch immer 1% wieder zurück für den Planeten vom Umsatz. Also, I love it. Ich bin immer wieder hellauf begeistert, möchte meine Skincare durch nichts anderes ersetzen, sage ich euch ganz ehrlich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, den Link in der Videobeschreibung auszuchecken, wenn ihr sowieso auch noch einen neuen Sonnenschutz sucht oder aufstocken wollt, irgendetwas von den Produkten, dann könnt ihr selbstverständlich ganz gerne meinen Code Violet benutzen. Damit könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Es gibt auch neue dekorative Kosmetik, also stöbert euch super gerne durch, stockt gerne auf. Und falls ihr die Produkte das erste Mal testen wollt, habt ihr selbstverständlich eine 30 Tage Geld zurück Garantie. Das macht Yepoda auf jeden Fall super kulant, weil einige Sachen sind ja leicht parfümiert, wie zum Beispiel The Bubble Double oder Calm Balm. Die Sonnencreme beispielsweise nicht und auch die ganzen Serien sind natürlich unparfümiert, komplett, wobei es aber auch natürliche Duftstoffe sind. Aber da muss man natürlich sich immer ein bisschen rantasten, ob man die gut verträgt. Ich persönlich vertrage es auf jeden Fall mega gut. Ich hatte noch nie Probleme und liebe die Sachen sehr. Also schaut gern vorbei. Haarband sitzt,
Skincare ebenfalls. Wir starten rein in die Base. Es hat sich da nicht so viel geändert. Meine absolute Lieblingsfoundation immer noch ist von IT Cosmetics. Your Skin But Better CC Nude Glow heißt die. Ich habe jetzt die Glow-Variante schon eine ganze Weile und finde die jetzt so für diese Frühjahr-Sommerzeit absolut perfekt. Also die ist wirklich richtig geil. Einfach super schön. Deckkraft finde ich gut. Sie ist nicht so super glowy, also ihr braucht da jetzt keine Angst haben, dass die, keine Ahnung, wie krass irgendwie dann ölig wirkt oder sonst irgendwas. Also finde ich gar nicht bei der und bin auch von der Haltbarkeit her echt mega zufrieden und auch von der Deckkraft. Ihr kennt mich ja, ich verlinke euch sowieso auch alle Produkte, die ich heute benutze, wieder unten in der Videobeschreibung. Also geht da ganz gerne stöbern, wenn ihr irgendetwas euch näher anschauen möchtet. Und jetzt machen wir Concealer. Und da ist so ein bisschen tricky momentan. Ich hatte ja sonst immer den Shape Tape, den finde ich auch immer noch gut. Ich hatte ja den hier von Milk getestet, diesen Sunshine Under Eye Tint Brightener und so weiter. Ich finde den ein bisschen zu flüssig irgendwie, also so richtig geil finde ich ihn nicht. Ich habe mir jetzt mal wieder einen alten Favoriten geholt von Art Deco, die Camouflage Cream. Gibt es ja inzwischen jetzt auch in der Drogerie und ich finde die tatsächlich ganz gut. Also das war so einer der ersten Concealer, die ich auch witzigerweise mal benutzt habe, so im mehr oder weniger High-End-Bereich. Also es ist ja, Art Deco ist ja nicht so super High-End. Aber ich finde den halt echt richtig, richtig gut. Und ihr seht, ich mache auch nach wie vor Concealer-Sparprogramm, weil das halt einfach nichts bringt, da sich so einen riesen fetten Flecken Concealer aufzutragen. Also ich mache eigentlich hauptsächlich hier und ein bisschen hier, so um es so ein bisschen zu liften, aber jetzt auch nicht so massiv. Und that's it für den Concealer. Mehr mache ich gar nicht und wir setten das Ganze jetzt noch ein bisschen. Mein geliebtes Bare Minerals Puder ist jetzt bald wirklich komplett am Ende. Das ist das Bare Pro Light Natural, benutze ich. Und ich nehme erstmal für unterm Auge einen Schwamm her. Das ist der von Real Techniques. Ihr erinnert euch vielleicht, wo ich zuerst nicht dran geglaubt habe, dass ich es mit dem Schwamm machen möchte, aber ich liebe es inzwischen. So, damit sette ich dann immer so die gesamte Augenpartie. Wunderbar. Und nehme dann nochmal ein bisschen was auf einen fluffigen Pinsel für das restliche Gesicht, aber da auch nur ganz zart und ganz wenig. Die Augenbrauen mache ich mir dann wieder mit diesem Soap, also Brow Styling Soap Zeugs, noch ein bisschen nach oben. Aber ich bin am Überlegen, das eventuell dran zu geben. Ich habe jetzt noch andere neue Produkte, die ich testen will. Ich mag halt sehr diesen Look, aber ich finde, glaube ich, irgendwie die Brow Soap so unnötig. Deswegen bin ich ja so ein bisschen am Austesten, was ich da alternativ machen kann. Und wenn ich mich einfach mal in den Pommes treten könnte, regelmäßig das Browlifting zu machen, hätte ich das Problem auch nicht. Aber ihr wisst, wie das ist. Man hat halt immer nie Zeit für all das, was man tun möchte. In Sachen Augenbrauenstift bin ich zurück bei einem alten Favoriten. Hole ich mir immer mal wieder von NYX der Microbrow Pencil. Ich habe den jetzt in der Farbe Ash Brown. Das ist für mich halt der perfekte Ton, weil der halt schön aschig ist. Und eigentlich genau dem Ton meiner Augenbrauen entspricht. So. Die sind nicht gefärbt oder irgendwas. Das ist wirklich der natürliche Ton meiner Augenbrauen. So, ich sette das Ganze noch. Ich habe immer noch hier von Essence das Make Me Brow Augenbrauengel. Ich mache hier immer diesen krassen Denglisch-Mix, aber die Produkte sind halt auch alle auf Englisch. Ich kann nichts dafür, Leute. Und damit mache ich die nochmal wieder so ein bisschen, dass sie definierter sind, und sette das Ganze final. Und da gibt es eine Palette und Kombination, die ich jetzt zurzeit wahnsinnig gerne benutze. Das ist die Urban Decay Naked Wild West. Das ist die Mini-Variante der Palette. Es gibt die auch in groß. Und ich schwöre, wenn ich die kleine nicht hätte, ich hätte mir die große auf jeden Fall geholt. Das ist die Palette. Und ihr seht schon, was so meine Favoriten sind. Aber ich liebe die halt wirklich sehr. Und wir machen heute eine Kombination
aus Whisky und Cowboy Rick. Das ist dieser Schimmerton und die sind einfach nur göttlich, die Farben. So, wir starten mit Whisky und tragen das hier am äußeren Augenwinkel auf und auch in die Lidfalte. Um jetzt Cowboy Rick aufzutragen, benutze ich auch noch von Urban Decay den Eyeshadow Primer Potion. Das ist eine Eyeshadow Base. Damit hält es tatsächlich ganz gut. Und die hier finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ich habe schon viele Eyeshadow Bases ausprobiert und die meisten trocknen halt das Auge sehr stark aus. Und das ist bei mir ein Problem, weil ich eine sehr trockene Augenpartie habe. Aber mit der hier geht es. Also mit der hier ist es wirklich okay. Ich nehme mir ein bisschen was auf den Zeigefinger und dippe das dann einfach hier vorne schon mal ein. Den Finger mache ich nicht sauber und gehe dann direkt in Cowboy Rick. Dann habe ich noch so ein bisschen Haftung von der Base. Und dann gebe ich das auch mit dem Finger einfach auf. Also mit den Fingern bekommt ihr die beste Deckkraft für den Glitter eigentlich transportiert. Also generell alle glitzernden Eyeshadows würde ich euch empfehlen, immer mit dem Finger einfach aufzutragen. Und jetzt mache ich das noch ein bisschen sauber. Ich nehme mir nochmal ein bisschen Whisky und blende das dann hier nochmal etwas sauberer ineinander. Und hier die Enden von Cowboy Rick blende ich nochmal mit einem sauberen Pinsel einfach ein bisschen aus. Das ist dann im Prinzip fast der fertige Look. Kommt natürlich noch ein bisschen was, ihr kennt mich ja. Man kann den Look jetzt so dezent lassen oder noch ein kleines Highlight setzen. Und das mache ich dann auf jeden Fall ganz gerne mit diesem Blauton hier. Bud heißt der. Ich finde den halt richtig schön. Also gerade für so einen Sommerlook, so ein ganz kleines bisschen Pop of Color, wie man das nennt, ist einfach schön. Und den gebe ich dann mit einem flachen Pinsel am unteren Lid auf. Mir gefällt das auf jeden Fall richtig gut. Jetzt runde ich das Ganze noch ab mit zweimal Kajal. Und zwar einmal von, ist der von Catrice oder ist der von Essence? Moment, von Essence. Der Inner Eye Brightening Pen, den trage ich auf die untere Wasserlinie auf. Und der hier ist aber von Catrice, meine ich. Ich kann es nicht mehr erkennen. Kohl Kajal auf jeden Fall in der Farbe. Die habe ich auch schon wegrasiert, also weggeraspelt quasi. Ein Braunton. Ich werde ihn raussuchen und ihn euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Den trage ich halt oben auf, um den Wimpernkranz ein bisschen zu definieren und den unten auf der Wasserlinie. Wimpern biege ich natürlich in Form as usual. Ich bin zurzeit ein richtiger Fan von brauner Mascara. Ich möchte zurzeit irgendwie nichts anderes benutzen. Ich habe auch meine schwarze noch da, aber das hier ist aktuell meine Lieblingsmascara geworden. Und zwar von Maybelline, die Lash Sky High, nee, wie heißt sie jetzt? Stopp, einmal richtig. Lash Sensational Sky High in der Farbe True Brown. Brun Naturel. Ist es Brun oder Brun? Brun. Brun. Brun Naturel. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsmascara zurzeit. Ja, das ist, wenn man das Deutsche auf Französisch versucht zu lesen. Das funktioniert nicht. UN ist un. Un. Brun. Okay. Ist ja das UN ist un. Vielen Dank für diese kurze Französischstunde. Ja, richtig, gerne doch. Augen-Make-up ist fertig. Jetzt widmen wir uns dem Teint und ich starte mit dem Butter Bronzer von Physicians Formula. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon in meiner Schublade liegen habe und ich kam irgendwie nie so richtig dazu, den zu benutzen. Frag mich bitte nicht, wieso. Der ist halt sehr, sehr zart, sehr natürlich, aber im Moment finde ich den großartig. Der ist halt wirklich, also Butter Bronzer ist hier wirklich Programm, ne? Er ist wirklich wie Butter. Wie Butter auf Wangen. Also ganz zarte Textur, gefällt mir richtig gut. Macht halt so eine leichte Definition. Ich mache ja so normalerweise eigentlich kein krasses Contouring.
keine Ahnung, ich brauche das irgendwie nicht so wirklich. Ich mache halt nur so ein bisschen diese Bräune, diese Wärme wieder zurück hier auf den Wangen, wo ich das ganz gerne mag. Und der duftet natürlich toll. Der duftet nach Kokos. Ist halt so richtig ein Sommerprodukt. Und auf den Wangen nehme ich ein Cremeprodukt, auch von Yepuda. Das sind hier diese, wie hießen die nochmal? Balm for Lips, Cheeks and Eyes. Also das ist so ein Multibalm, genau. Und ich habe jetzt gerade hier Rose All Day drin. Und die sind ja so, dass man die einfach austauschen kann, je nachdem, was man gerade mitschleppen möchte in der Handtasche. Und ich packe jetzt hier rein, das ist dieser Berry Beautiful, genau. Den mache ich da jetzt rein und benutze den als Blush. Geben wir einfach erstmal ein bisschen auf. Das sieht immer bei so Cremeprodukten im ersten Moment super heftig aus, aber wenn man die dann einblendet, einfach mit den Fingern, wird das wunderbar. Richtig schön, also ganz, ganz tolle Farbe, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Und das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ich gebe noch ein bisschen immer auf den Nasenrücken und fertig. Wieder einpacken und den anderen verschließen und auf Reserve legen. Highlighter darf natürlich nicht fehlen, ne? Ist ja klar. Ich benutze von Fenty Beauty den Hustler Baby. Was auch sonst. So ein schöner Goldton. Setten mit aktuell wieder dem All Nighter von Urban Decay. Und jetzt machen wir natürlich noch die Lippen hübsch. Hier habt ihr auch letztens nochmal nachgefragt, welcher das hier ist. Und zwar von Pixi. Das war, glaube ich, eine Limited Edition von Mariam Makilaj. Ist eine Influencerin, meine ich. Und die Farbe hieß oder heißt Coral Bang. Die gibt es aber so nicht mehr. Ich habe eine Alternative von Pixi gesehen. Die Haltbarkeit und Deckkraft von diesen Liquid Lipsticks ist der absolute Burner. Also ich finde die von Pixi richtig, richtig gut. Ich mache erstmal ein bisschen Kontur. Und dann gönnen wir uns diese Sommerfarbe hier. Weißt du, sie kriegt keinen geraden Strich auf dem Blatt Papier hin, aber hier perfekt eine Lippe dreidimensional konturieren, das ist kein Problem, weißt du? Wenn das nicht mal so eine richtig geile Sommerfarbe ist, ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich die auftrage, wie geil die aussieht. Und auch der Applikator von denen hier, ein absoluter Traum. Das ist der fertige Sommerlook, den ich momentan echt sehr, sehr häufig so trage. Ich liebe den sehr. Es ist schön Glitter, Schimmer, Glowy Skin, schöne Lippenstiftfarbe, kleiner Akzent noch an den Augen. Also für mich persönlich so ein richtiger Alltagslook. Vielleicht für manche zu viel, aber ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich nicht vergessen, checkt Yepuda aus, gönnt euch mit meinem Code ein bisschen Rabatt, nehmt euch die neuen Sonnencremes, neue alte Sonnencremes, weil ganz, ganz wichtig, im Sommer immer bitte Sonnenschutz auftragen, auch wenn ihr euch schminkt, insbesondere auch dann, weil, ne, ihr wisst, die Make-up-Produkte, das ist kein richtiger Sonnenschutz, sondern Make-up. Und damit ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bye, bye.